Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts Re Chain of Memories. Wir sind im Part von Rico unterwegs und laufen hier gerade rückwärts wieder nach unten aus dem Schloss des Entfallens. Als nächstes Ziel Halloween Town. Unsere vorerst letzte Karte. Aber ich vermute ja, dass noch ein Kampf kommt. Gegen den Fake-Rico, ich weiß es nicht. Oder einen aus der Organisation. Und wir die Karte von der Insel des Schicksals noch kriegen. Die Karte ist von allen bisher am größten. Zumindest vom Rico-Part. Wie immer fange ich erstmal an und besiege ein paar Gegner. Da ich ja das Tagebuch komplettieren will. Oh, nur zwei, das war ja cool. Es könnten noch Fliegende hier sein und Magier. Ah, sogar keine. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn es nur ein Gegner drin gewesen wäre. So, die Fliegenden haben wir hier, die Skelette hatten wir eben. Darkness. Ah, im Schattenmodus schießen die weit oft häufiger. Im Normalen war es ja immer nur ein oder zwei Salben. No! Den wollte ich eigentlich gar nicht angreifen. Aber gut, dafür haben wir jetzt noch die anderen Geister bekommen. Und die untoten Pflanzen. Erfahrung für den einen Gegner. So, haben wir was mit einer geringen Zahl? Ja. So, wo gehe ich lang? Links. Genau. Eine 2. Roulette. Eher Roulette als... Oh, ich habe sogar 2 gehabt. Eher Roulette als meine Speicherkarte. Weil ganz am Anfang brauche ich die nicht. Die packe ich mir lieber vor den Bossraum hin. Geht's unten lang oder oben lang? Ich würde sagen, oben lang, weil ich vermute mal, dass da dann der Ausgang ist. Das heißt, ich gehe lieber hier lang. Es geht nur weiter oben lang. Na gut, eins gehe ich noch. Falls das falsch ist, gehe ich wieder zurück. Wäre jetzt eigentlich auch ein Raum, wo man gut gegen Gegner kämpfen könnte, da ihre Karten alle um 2 reduziert wurden.
Aber ich hatte ja zuletzt in der letzten Welt viel gekämpft und gar keinen Bock so richtig gerade auf Kämpfen. Achso, ich komme gar nicht hin. Aber das ist eher noch normal, weil ich ja noch nicht den Boss besiegt habe. Der Weg ist ja noch gar nicht offen. So, es wird wie immer teurer. Könnte ich nur eine 6 opfern. Oder eine 0. Ne, die Nullen hebe ich mir mal lieber auf für die 7er und 8er Räume. Da wir ja eine große Karte haben, kommen die ja bestimmt gleich. Ich hoffe nur, dass die Boss-Tür nicht wieder eine 30 oder irgendwas braucht. So, wo bin ich? Gute Frage. Wo gehe ich lang? Oh, eine 1. Wie unerwartet. Aber gut, es gibt ja auch einen alternativen Weg. So, von hier aus geht's zum Bossraum, genau. Und da nehme ich jetzt auch meinen Speicherpunkt. Schade, hätte es nicht eine 2 sein können, dann hätte ich auch meine günstige Karte nehmen können. So, bevor ich speichere, gucke ich mal, was die Tür braucht. Eine minus 5. Da habe ich ja Glück, dass ich den noch übrig hatte. So, mal kurz drüber speichern. Wenn es so weitergeht, bin ich wirklich innerhalb von 5 Stunden durch. Der Fettsack. Oogie Boogie. Wobei der bei Kingdom Hearts 1 Chain of Memories deutlich einfacher war als im ersten Teil. Die roten explodieren. Bei denen passiert immer was. Was macht er auf? Wenn ich ihn blocke? Nein. Ah, jetzt. Nein, doch nicht. Also doch mit den Kartenstichen. Warum ausgerechnet jetzt, wo ich keine Zeit habe? Oh, baby!
bisher echt gewillig. Geschafft, obwohl eigentlich die Phase zu Ende gewesen wäre. Boogie Boogie. So. Na dann schnell zum Ziel. Jetzt kann ich ja durchrushen, es kommt ja keine Tür mehr. So, damit sind wir auch am Ende. That scent. You're another one of those nobodies. You've done well thus far. But to possess your powers and yet fear the darkness, what a waste. I do not fear it. I sense that you do. You're also capable of controlling the darkness. Cast away your useless fear. Open your heart. Embrace the darkness. And if I say no? Then you lose both light and darkness. And disappear. I, Lexius, will not yield to the frail heart of an infantile coward. Now, stop resisting. And let the darkness in. Was für eine fette Waffe der hat. Das ist fast schon wie das Bastardschwert von Cloud von Final Fantasy VII. Ziemlich viele Leben. 7. Oh. Zwei Attacken kamen durch. Dafür habe ich gerade so viel Karten geopfert. Your Majesty! Come on! Scheiße, warum war jetzt die Dingskarte nicht mehr da, die ich sonst immer hatte? Sehr gut. Wie viel Schaden das macht. Your Majesty, come on!
keine Chance. Also in der Schattengestalt mache ich ultra viel Schaden. Und die Kombos. You're finished! Don't mock me! You were too much trouble. Too slow. You are the superiors. Forgive me, Zexion. This was a fight I should not have started. I see you now. Clearly. Huh? Lexius? Riku. I can see your heart. No, it's not. Darkness this foul could only be... That's it. Remember me. Let me drift into your heart. Ansem! You called out my name. You have been thinking about me. You're afraid of the darkness I command. Good. The more you think of me, the closer my return draws. And when I have awoken, I will take hold. Your heart will be mine! Riku, fight! Don't let him win! Your Majesty! You meddlesome king! The king, he protected me. Your Majesty? Where are you? Please answer! You're with me, aren't you? Damit sind wir gerade noch mal so der Kontrolle von Ansem entwichen. Lexius is gone as well. Vexen, Larxene, Lexius. I wonder who will be next in line. I thought perhaps it might be you. Me? No way. I already took my pounding from Sora. He thinks I'm done for good. Nope, I think it'll be Marluxia next. For defying the organization and targeting Sora. I hope he moves exactly as his heart commands him to.
So, what about you? I thought you guys had plans for Riku. Yes, we were going to set him off against the traitors. But with Marluxia gone, there is no more need. He is nothing but a nuisance now. And he's dangerous as well. After all, he took down Lexius. You know, that is not how I do things. Tell me, did you obtain the data on Riku's home? What? One of the senses died. A really strong one. Huh? The keeper of this castle, Marluxia, has just been felled by the Keyblade Master. Keyblade? You mean Sora? Sora is here? Yes. Want to see him? But can you face him? What's that mean? The world of darkness and some shadow still nest within your heart. Do you plan to face Sora like that? Are you not ashamed? Sora's fate is to battle the darkness. He must oppose anyone who hosts the dark. In other words, it's you. If you don't believe the words I say, then you had best see the truth with your own eyes. This card. This is our... Yes. It is your home. So, und damit ist auch dieser Part sehr ereignisreich zu Ende gegangen. Und genau 4 Stunden. Das ist doch ein guter Abschluss. Wir sehen uns in der nächsten Aufgabe. Aufnahme.